You know Catherine, right? Maybe it's some other Catherine you know. Honestly, man, I wouldn't be surprised. Always meeting new people for work. Tonight's location. This clock has been in use since ancient times. Erste Etage. From this point on, your skills will be tested by various puzzles. Bomb blocks are lit when you walk over them and will damage nearby blocks. Ich meine, wieso nicht? Muss ja abwechslungsreich sein. There's still more? Lass mir den Stich. Okay. Die kann er nicht beschädigen, weil das sind ja die Superblöcke. Keine Ahnung. Ah, okay, das funktioniert. Das ist gut. Gut. Das waren Sprungblöcke. Nee, das. Ach so, das ist so. Komm, ist auch egal. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Geld ist mir egal. Ich hab hier was verkehrt gemacht. Unten fallen die Blöcke ab. Falsch. Gar nicht. Das ist sehr schön, dass ich das übrigens gemacht habe. Hopp, gar nicht schön. So. Ja. Hua! Hua! Ey, geh weg! Super. Oh nein, nicht der, ey. Wisst ihr? Es ist gar nicht schwierig genug. Es ist viel zu leicht, wie sehen wir gerade, ne? Das bringt mir gerade ja mal gar nichts. Okay, können wir das mal? So. Na, hängst du dich wohl dran? So. Wir kriegen das schon noch hin. Ja, ich bin jetzt gerade sogar wirklich ein bisschen ruhiger. Ich würde es gerne so schnell wie möglich hinter mir haben. Sorry, I remember, dear. I remember that. Yo, man. Das ist jetzt ein bisschen lang. Ich klettere mal ein bisschen die Bomben. Das ist nämlich wahr. Dann komm her.
I'll see you up ahead. I'll get you, right? I've never seen that before. Just a little more. Ich höre die Glocke, ich höre die Glocke. All right. Das ist natürlich auch ein Edge. Das ist doof. Ich bin verwirrt. Warte. Mein Mund ja hier, das ist ja... Keine Sorge, Leute, wir schaffen das! Wir schaffen das! Ja, wir schaffen das schon! Die Plätze mich angucken. Die Plätze, die mögen mich nicht. Ich weiß es ganz genau. Also, boah, Pandoria. Das ist gerade wieder voll langweilig. So. Und dann springt wieder hoch und geht da drauf. Oh Gott. Gut, aber ich weiß halt. Das Schlimme ist ja dieser Boss. Das Schlimme ist der Boss. Ich wollte mir eigentlich noch was Bequemeres anziehen, aber. Jetzt mal hier in der nächsten Pause. Ja, wir spielen es ja heute total durch, ne? Eigentlich nicht, aber. Ja, wir nehmen ja schon wieder eine ganze Weile auf insgesamt da. Jetzt. Hallo. Oh Gott, und ich speichere die ganze Zeit gar nicht. Ist mir gerade aufgefallen. Ich sollte das mal wieder tun. So. Ja. Ja, das. Super. Hallo. Questions we're being asked in the confessional are supposed to judge our lives, right? Ich hoffe nicht. These questions sure are strange. I feel like I should be picking the right answer, not what I'm honestly feeling. How have you been answering? Ich habe ehrlich geantwortet. Oder das, was richtig ging? Nein, ich habe ehrlich geantwortet. I think you know if I was lying, so I'm just going with how I really feel. What? Seriously? He asked me if men who want to cheat on their spouses are pathetic or praiseworthy. And since I think that men who bind themselves to one woman forever are boring and have no lives, I thought praiseworthy would be the right answer. Toll. So, wie kriegst du eigentlich, wie kriegst du das hier hin? Sag mir mal, wie kriegst du das hin? Bist du so eine süße Murmel? Anna, Murmelmann. Climb and climb. But I keep seeing Anna's face, constantly hurting the one person that I love. Why am I alive? Why was I even born? Hey, are you all right? True freedom. That's the only chance I have left. Could it be that voice? It was my wife! You traitor! I'll kill you! That's what she said! I cheated on her, so she cursed me! Seriously? Ja, betrügt ihr eure Freundinnen, denn dann müsst ihr hier klettern. Und ihr werdet ein Schaf. Ist voll wahr. Damn it! There are less of us now. I won't lose. I'll climb for them too. Todd is nicht mehr da. Todd's dead? My boss? No way. That sheep. No, it can't be. So langsam? That chubby guy isn't here. Did he fall yesterday? I don't know. I felt like if we kept gathering together, talking, we'd all make it out of here. But I guess it's not that easy. Mm-hmm. Ooh, I see you're safe. Let's talk about our techniques. We've all got to keep climbing. Nee, ich bin in Eile, tut mir leid. Willst du Deutsche schon wieder? Deutsche Fliegen wollen auch von mir gefressen werden. Okay. Ja dann. Oh Leute. Was kommt jetzt? Ich muss immer aber einmal hier so. Here I am. You in there, buddy? We can talk once you sit down. Buddy? This is the clock tower. The sixth floor. You're really good. You've been going at a pace of one floor per night so far. Come on, hurry up and ask your question. I want to get this over with tonight. This is the eighth question. Do you think it's okay to lie if there's absolutely no chance that they'll find out? Das ist für mich ist die Frage ganz einfach zu beantworten, auch wenn es alle denken, die macht jetzt hier einen auf gut Mensch. Denn ich habe ein Problem mit Lügen. Ich habe ein sehr krass
ausgeprägtes Gewissen. Selbst wenn jemand sagt irgendwie, ja komm, ist doch egal und bla. Selbst früher in der Schule irgendwie, wenn ich dann keine Lust hatte und ich bin vielleicht, ja, ich habe es getan, bin zu Hause geblieben, habe gesagt, ich bin krank, bin ich am nächsten Tag dann halt hin und hatte so ein schlechtes Gewissen und habe dann auch ganz viele, ich habe es zwar nicht aufgelöst, ne, aber ich habe dann ganz viele Sachen gemacht und irgendwie dann, ja, und ich mache dann die Tafel sauber und sowas alles, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte. Und heute ist es halt wirklich so, dass ich nicht lügen kann. Also ich lüge nicht. Wenn ich jemanden überraschen will, lüge ich. So als Überraschung für Überraschungspartys oder allgemein für den Geburtstag. So, ach, ich habe gar kein Geschenk für dich. Ist nichts, ich habe kein gutes Geschenk für dich. Und bla. Oder wie gesagt, um jemanden zu überraschen. Aber ich gebe ganz offen zu, ich kann nicht lügen. Weil ich habe dann ein zu schlechtes Gewissen und sage dann sofort die Wahrheit. Es ist so. Lüge ist Lüge. Es ist wirklich so. Wirklich, hundertprozentig. Es ist so. Bei mir zumindest. I see. Do you remember what I told you before? That there is someone who put you here? Can't be. Whatever this place is, isn't it a dream? That's why even the smallest of fears and doubts become magnified here. Remember that? Oh! Also ist doch jetzt noch ein normales Level, oder? Es ist doch noch nicht der Boss, ne? Ich glaube, das ist noch nicht der Boss. Die Antworten der anderen liegen vor. Verurteile die Menschen natürlich nicht, ne? Sag mal! Nee. Sorry, aber nicht. Also ich ist in Ordnung da, aber ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Es geht nicht. Ich kann es nicht. Und vor allem, ich wurde ja jetzt nicht mal so krass erzogen irgendwie, dass ich sage, das liegt an meiner Erziehung. Ich habe mich ja irgendwie teilweise selber so erzogen. Ich bin ein ganz komischer Mensch. So. In diesem Let's Play lernt man sehr viel über Pandoria. So wie es aussieht. Ihr solltet alle dieses Let's Play machen. Ja, ich guck mir, welcher deutsche Let's Play hat das noch gespielt? Da gucke ich erstmal voll fett rein. There are two types of bomb blocks with different blast radii. Nah. How brightly they glow will help you figure out which is which. Nah. Nah. Ich glaube, die Roten sind böse. Ich kann mir... Ja, ich bin total ready. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die Roten echt böse sind. Achso, das machst du. Das geht nicht? Na okay. Brauche ich auch nicht unbedingt, ich schaff's auch ohne. Ja, ich bin die Treppenfrau. Na, das ist aber doof jetzt. Stimmt, da habe ich jetzt nicht nachgedacht. Machen wir mal lieber so. Okay. Schaffe ich das denn noch mit dem hier? Warte mal. Das funktioniert so nicht. Warum habe ich das gemacht? Ich weiß manchmal nicht, warum ich Dinge tue. Ach ja, da habe ich den einen ja wegge... Mal gucken, was passiert. Cool, es passiert sowas hier. Das ist alles, was ich hier gerade mache, ist einfach so ein Quatsch. Aber theoretisch, wenn ich das sowas hier mache. Nee, das ist Quatsch. Also alles, was ich hier mache, ist einfach nur Quatsch. Ich muss mir ganz kurz überlegen. Aber es ist besser, gerade das hier zu haben, anstatt jetzt so super krass gehetzt zu sein. Okay, komm. Machen wir es halt so. Edge.
mal bitte fallen. Dankeschön, weil du musst nämlich weg. Ja, der eine. Das wird auch nicht funktionieren. Mist! Warte mal. Okay, es darf keine Bombe mit im Spiel sein. Ja? Weg. Da haben wir aber wieder eine Bombe. Das ist Mist. Leute, ich bin jetzt gerade echt mit meinen Dateien am Ende, muss ich sagen. Das kann, glaube ich, etwas dauern. Ich stelle mich gerade aber auch ein bisschen nicht so voll an. Ja, das Blöde ist natürlich jetzt hier. Ach, Quatsch. Warte mal, ich will noch mal ganz kurz hier so ein paar Sachen will ich mal probieren. Zum Beispiel das hier mal. Und ja, und ich berühre es mal ganz kurz. Und hier oben sollte ich ja... Oh Gott. Ja, das ist nicht so toll. Verdammt, wie komme ich denn jetzt da hoch? Gar nicht, komme ich da hoch. Die Bomben sind echt ein Problem. Die sind ein riesengroßes Problem sogar. Ich habe jetzt auch leider nicht mehr viel Zeit. Das ist auch ein Problem. Das ist ein Spiel voller Probleme hier gerade. Ah, das dachte ich schon. Ja, das ist, wie gesagt, ich bin hier gerade super... wisst ihr was? Soll ich mich in den Tod stürzen? Ich mach's einfach mal. So. Er witzelt! Ich weiß, du willst nicht, aber du musst... Verdammt. Ich bin gerade so... Es lief gerade so gut von dem ersten. Und ich will immer alles perfekt machen und dass sich keiner beschweren kann hier und sowas. Und naja, dann kommt halt sowas bei raus. Mist, ich weiß nicht, wie ich da rumkomme. Ist ja auch egal. Obwohl, wenn ich... So, einmal hin. Vielleicht hilft mir das ja jetzt gleich. Okay, warte. So, jetzt habe ich die eine Bombe ja quasi, bin ich damit umgangen, ne? Ja, wenn man einfach... Nur ein bisschen nachdenken. Ach, warte mal. Das ist so ein Sprungklotz, die kenne ich. Die Frage ist, ich wollte den eigentlich mitnehmen. Mist, wie mache ich das jetzt am besten? Warte mal. Ich will den hier auch. Hallo? Okay. Gut. Ja, dass ich gerade so ruhig bin. Hier sind die Sprungteile. Okay. Okay.
Runter. Und runter. Gut. Nein! Runter. Aber du darfst ihn gerne mitnehmen. Hopp. Beeil dich. Okay. Oh, Leute, das ist ja doof hier. Nein! Mann, wie mies das hier teilweise ist. Ich glaube, ich mach das mal mit der Mitte jetzt. Aber anders. Ich mach das jetzt so. Ich möchte, dass der obere fällt. So, jetzt. Bam. Das wollte ich eigentlich. Okay. Noch ein. Das ist natürlich das Problem, wenn ich die hier schieb. Okay. Dann ja nicht so gut. Leute, ich weiß einfach gar nicht, was ich tun soll hier. Was soll ich jetzt gemacht? Oh! Ja, das ist ja nett. Kein Problem. Ich weiß, es ist sehr kompliziert hier gerade. Sehr kompliziert. Aber Hauptsache, wir kommen hier irgendwie hoch. Aber ich sehe gerade echt schwarz für den Gegner, den wir dann gleich kriegen werden. Was auch wieder für mich wie ein Baby aussah. Ich weiß es aber gerade wirklich nicht genau. Ich höre die Glocke. Irgendwie ist immer der Anfang so schwer bei mir, ne? Nö! Anfang ist immer das, was mir Probleme bereitet. So. Das ist mies. Okay. Ich weiche den Bomben aus. Okay. Wir haben es geschafft. Kompliziert wie immer. Natürlich super kompliziert. Das jetzt gleich mit dem Gegner, das werden wir, glaube ich, gar nicht schaffen. Ja, ich glaube, es wird passieren. Wir werden es nicht schaffen. Ach, verdammt. Okay, noch eine letzte Frage. Also, ich bin völlig egal, ob ich Bronze kriege, Silber oder Gold. Ich hätte sie gerne. Diamant, hier, Antik, keine Ahnung was. Platin hätte ich gerne. Alles das. Was. Ich. Leute. Es ist soweit. Wir haben einen unserer Freunde wiedergefunden. Orlando ist hier. I've got a lot further to go. Hey. Never mind. Orlando ist da. Oh man. Actually, I think I might know you. Never mind. Guck mich doch richtig an, ich bin's. Oh Scheiße. Oh, jetzt mal kurz wieder eine Runde ärgern. Do you want some yummy juice? Hey, Take one sheep and two blocks and crush him. Sheep juice. Some
he's up for talking. I don't want to be turned into the juice. Ich glaube, das wird gleich jemand anders für uns übernehmen. It's coming again tonight, isn't it? Hey, what is it for you? Different things. Some kind of baby. Hands. Stuff. Really does vary person to person, huh? In my case, it's my mother. Coming after me. To take me back. To lock me away. I managed to get away that day, but I've been running all this time since then. And now, I don't want to return to that life. I need to keep techniques in my mind. I need to keep running. Hang in there, man. Wir haben auch sehr viel weniger normale Schafe. Da vorne haben wir eins. Wir haben halt die Barbesucher jetzt hier, die noch überlebt haben. Things are getting tough around here. You can't always rise to every situation. But you can only fall to the level of your training. Sorry guys, but I gotta go. Wish you luck. What is this dream anyway? They say it's about cheating, but I've never cheated. I see. So what's really going on? Have you cheated? Yeah. There's a survey saying that 70% of men in relationships cheat. That makes me a minority. But just so you know, 40% of women cheat. It's the truth. Really? A study claims that people attempt to create relationships resembling those of their pasts. Your childhood relationship with your parents, previous romantic relationships. That's what people are yearning for when they search for love. Okay, so what? Huh? Or, I'm sorry. Anyway, not cheating is the best course of action. It's a momentary thrill, but it costs so much more. You know what I mean? Aber was macht der Justin dann da? Das verstehe ich nicht. Anna, I've decided to let others help me, so I can reach true freedom. I'm going to climb. For Anna. Why do people fall in love? What? Some people say that you find that romantic spark when you encounter someone who compensates for your own flaws. By doing so, you can find an idealized version of a personality completely opposite to yours through a romantic relationship. In a nutshell, you're trying to get rid of the self you hate through romance. That actually makes some sense. I do feel like I'm a better person when I'm with Anna. I'm not empty anymore. I'm not the me who can't do anything. So maybe that's why we fall in love. To accept who we are and live our lives. That makes romance seem awfully trivial. Ich fand's ja krass gerade in der Bar, dass sie halt meinte, sie muss sich wirklich alles vom Munde absparen, damit sie sich diese teuren Taschen und Klamotten kaufen kann, nur damit sie ihm nicht peinlich ist und sowas alles. Und ah, die tat mir einfach so super, die tat mir echt richtig leid. Orlando. Alright. Hey, look, there's light shining through the windows. Wow. Ja. Can you see what it looks like outside? Wow. Anna. Man, I hurt all over. Oh mein Gott, schnell zunächst. Ich kann. Wir können mit Orlando nicht mehr reden. Hallo. Hey. How many times do I have to tell you? Sit down. Ich bin nur nett. Oh Gott, das wird eine Katastrophe. Seems you're getting used to the machine-based traps as well. Hey, what's up with those sheep that attacked me? Ah, yes. There are many sheep like that now. They've lost their sanity. If you lose your mind, all you have left to lose is your life. They don't exist in the real world anymore. Are you serious? This is the ninth question. Would you be worried or jealous if your significant other had good friends of the opposite sex? Wie verhalten Sie sich, wenn Ihr Partner einen guten Freund Ihres Geschlechts hat? Die Sache ist, wenn ich Freunde habe, kam immer früher mit Männern besser klar als mit Frauen. Ich habe natürlich meine beste Freundin, die Melissa, ne? Wir ähneln uns aber auch in ganz, also bei mir liegt es an den Gesprächsthemen. Ich bin jetzt keine. Obwohl doch, ich bin schon sehr nerdy. Ich kann mich aber auch mit einem Mädel über Make-up unterhalten, natürlich. Aber wenn ein Mädchen nur darauf versteift ist, es kam in letzter Zeit vor, ne, ich möchte mal so ein bisschen erzählen. Da war ein Mädchen und ich habe es wirklich versucht, aber sie war halt sehr mit Klamotten und Make-up und bla. Und ich meine, ja, bla bla. Und dann. Which one?
also sie war auf jeden Fall eine Person, mit der ich nicht befreundet wäre, weil sie sehr oberflächlich war, sehr oberflächlich. Und so von den Interessen her ist es bei mir so, dass ich dann doch immer eher so männliche Freunde hatte, ne, und wirklich nur Freunde, ne, weil ich kann da doch schon unterscheiden. Und so kann es natürlich auch sein, dass dann mein Partner dann weibliche beste Freunde hat. Warum denn nicht? Oh Gott. Das ist, ich weiß nicht, das ist ganz komisch. Wie verhalten Sie sich mit der Partner einen guten Freund, ne? Würde mich stören, wäre mir egal. Das erwarte ich dann aber auch vom Partner. So that's your choice. Huh. Interesting. Oh yes. You're in the middle of the clock tower stage. From the next section on, your trials will get longer and longer. But you're running out of time. Then hurry the hell up. Bitte nicht. I'll get out of here before the night is over. Very well. I'll take you to the next level. Na, jetzt haben wir nochmal so ein Level. Also wie gesagt, ne? Es ist nicht so, dass ich mit Frauen gar nicht klarkomme, aber so, ich wollte damit halt eigentlich sagen, dass ich vermehrt halt natürlich auch männliche Freunde habe. So, die Alchemisten zum Beispiel. Die Alchemisten sind halt da, mit denen kann ich mich auch super unterhalten. Ich kann mich natürlich aber auch mit Frauen gut unterhalten. Es kommt immer darauf an, also bei mir ist es echt immer so ein Interessending. Interessending. So, die Antworten der anderen liegen vor. Ich kann zum Beispiel jetzt nicht mich in den Buchclub setzen und mich da mit den Leuten unterhalten. Das ist nicht so, ja. Ich lese zwar hier Harry Potter. Nein, aber das sind so, ne, ich sag, das sind Interessen. Das mache ich auch geschlechterunabhängig eigentlich. So, die Antworten der anderen liegen vor. Oh. Männer? Frauen? Okay. Es ist mehr Frauen egal als Männern. Aber trotzdem bin ich ja jetzt schon... Was ist denn hier los? Da könnt ihr natürlich jetzt auch, ich weiß gar nicht, welche Folge das jetzt ist, aber wie ist das denn, wie ist das bei euch? Wäre euch das egal? Ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass derjenige dann mit euch gar keine Zeit verbringen würde und dann nur mit der anderen Person, weißt du, oder alleine mit der anderen Person in einem romantischen Restaurant oder sowas, ne? Nein, mein Gott, die können genauso wie ich dann mit den Alchemisten das Place aufnehmen. Ich habe keine Ahnung, also wie man das am besten erklären soll, aber das sollte man geschlechterunabhängig. Das ist für mich ein Interessending. Ein Interessending oder womit ich mich mit jemandem unterhalte und so. Und das ist doch egal, ob ich männlich oder weiblich ist. Echt. Okay, weiter. Sehr seltsame Fragen hier. Sehr seltsame Fragen. Aber die Leute hier in der Umfrage, die waren ja anonym und die haben ehrlich geantwortet. Das mache ich ja gerade auch. Aber das ist. Die sind nicht auf das Ende vom Spiel ausgewiesen. Ja. Die sind nicht auf das Ende vom Spiel aus gewesen, deswegen mit der Umfrage und so, das sind echt schon die ehrlichen Antworten. Wenn ich online das jetzt gemacht hätte, dann hätten wir eventuell ein paar verfälschte Antworten gehabt. Oh, ja, toll, das wird lustig. Haha, ich freue mich ja jetzt schon. Mann, das wird der Hammer werden hier. Commencing Area 3. Are you ready?